Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 16 im Spiel Mad Max. So, wir haben gerade das Lager zerstört. Und haben jetzt... Wir sind ein komisches Auto gefunden. Bringt dieses Fahrzeug zu einer Festung, um eine Sammlung hinzuzufügen und große Schrottbelohnung freizuschalten. Das hört sich da gut an. Das hört sich Goodie an. Goodie, Goodie. Dann gehen wir hier. Aber da jetzt eigentlich schon die... Ja. Können wir wieder zurück. Wir haben da die nötigen Sachen abgeschlossen. Boah, fahren wir da mal mit... Alter. Fahren wir da mal mit der Karre dahin. Und gucken, was eine große Schrottbelohnung für die heißt. Putz. Jetzt haben wir natürlich Sean Bucket nicht dabei. Aber der kann ja auch Auto fahren, wie er schon mal bewiesen hat. Ganz am Anfang. So. Immer gleich da. Mal wieder eine Abkürzung. Ich hoffe, die Karre geht nicht kaputt. Wow. Okay, so hält sie nicht lange. So. So, da hinten haben wir schon. Die Karre, da fehlt eindeutig der Nitro. Das Nitro, der Nitro, das Nitro. So. Ich bin mal gespannt, was ich für... Schrott bekomme. Jetzt nehme ich aber hier mal eine Abkürzung. Aber das ist das Ding echt langsamer. Also jedes Auto. Boah, wie er sich quält hier durch die Wüste. So. Gucken wir doch mal wieder. Ups, ups, ups. Nicht doch da runter. What the? Das war knapp. Hätte ich das gar nicht kaputt machen müssen, das erste. Schrott abgeliefert. Toll, ich habe jetzt wieder Schrott, aber wie viel? Neues Fahrzeug. Ölbrunnen kann gebaut werden. Den hebe ich mir noch auf, den baue ich ja nicht bei dem Affen. Den mag ich irgendwie nicht, da fand ich den Jet cooler. Oder Jeet oder wie auch immer der heißt. So, Diggi, ich habe deine Anforderungen erfüllt. So, Killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something? Say it. Ain't no sweet talking you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I are square? Yeah. Then we be square. Hört sich nach einem guten Deal an, würde ich sagen. Hauptmission, ein stärkeres Teil. Okay, die kennen sich also und kommen miteinander klar. Denke ich. So, Jump Bucket, ab geht er. Rein in den Jack. Oh, das hört sich verkehrt an, dadurch, dass ich mit Jack zusammen zocke. Some man had called Dimrim as a jag tip for the harpoon, called the talon. I'm gonna take it from him.
Indeed, yes, we need something stronger, yes. But I doubt anyone will give this Talon up without a fight. I need it, I go get it. What happens, happens. Wie hier Feuer aus dem Auspuff kommt, habe ich gerade mal geguckt. So. Hätte ich wieder ein bisschen Speed oder der Haube. Nicht wie mit der Karre gerade eben. Putz. Und schauen wir mal, was das für eine Gralle ist. Weil die Stacheln gefallen mir schon mal. Wie so ein Igel. Jack, der Igel. Igel Jack. So, an dem Ballon waren wir schon. Follow this track, yeah? Follow. And we're sure to find a convoy. Schauen wir mal, gehen wir mal rechts lang. Sieht man das auf der Karte? Nö. Den müssen wir bestimmt wieder kaputt machen. Das ist bestimmt einfach nur so eine Lieferung. Guck mal, dann nehmen wir den gleich mit hier. Aber lieber kein Fly. Warum hat er denn jetzt nicht geschossen? Ah, da haben wir schon. Warum kann ich das jetzt nicht kaputt machen? Dimrim's convoy. It's on the move. The guards are in our favor. Da sind sie. Bam. Ich brauche die Karre da vorne. Komm, fahr. Hold on. He left his mark to seek glory. So. Steht die Karre schon mal? Alter, mein Auto. Boah. Los, mach ganz. Jump Bucket, mach ganz. Wollen wir einsteigen? Leider nicht. Boah, voll erwischt. So, Auto wieder ganz. Ach, jetzt auf einmal. That's prime scrap, just bolting. What the fuck? Weil ich gleich mal das, Alter, das ganze Zeug aufsammeln. Ich brauch den Schrott. Nicht ich brauch den Shit, sondern ich brauch den Schrott. Zack.
Die Karre, wie die da hinten raus räuchert. Na gut. Voll die gepanzerten Dinger, Alter. So. Die Karre, die sieht ja schon gut mitgenommen aus. Putz. Mach kaputt jetzt, komm. Putz. Einmal noch. Das war leider nicht nah genug. Weit genug weg. Bam. So. Wie es dann gleich verschwindet, was ist da denn los? Da haben wir die Kralle. Und damit sollen wir zu Jeet. Zu Jeet. Läuft. Hauptmission abgeschlossen, ein stärkeres Teil. How does this help me? It's fashioned into a hood ornament, huh? An unprofane figure made to bring luck amongst these heathen. This is a job for Jeet. Yes, Jeet. He's a master of projectile and weapons and blastings. He'll know what to do with it. Okay, wir sind auf jeden Fall zu dem Jeet. Mal gucken hier oben. Hier war noch so ein fremder Wilder. Ah. So, Digi, guck mal, ich steige extra aus. Bam, komm, gib mir Hut. Und weiter auf ihn ein. Komm ran. Bam. So. Ich gehe mal davon aus, dass das da drinne ist. Jo. Ah, ein Teil. Tolles Teil. TT. The Putz Crew. Nehmen wir. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und die Kanister nehme ich auch mit. Und tauscht den mal aus gegen den, der schon auf dem Auto ist. So. Kanister nehmen. Weil der war schon halb leer. Den werden wir mal entsorgen. Alle, hopp. Kaum. Und den packen wir wieder ins Auto. Eigentlich wollte ich nur reinstellen. Na gut, das war kaum. Das war nur ein kleiner Schluck. Den packen wir mal ins Auto. Warte, was packen, reinpacken, packen, packen. Da. So, gut, dann holen wir noch Anlauf, machen den Sprung noch und dann war es das auch schon wieder für heute. Ich fahre dann einfach mal in Richtung Jeet. Der soll uns die Kralle ranbauen und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Also springen wir mal in den... Wow, alter Falter. So, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich fahre zu Jeet und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.